Gepreis abgeräumt als Stadtverein und nun geht's vorwärts. Jetzt geht's vorwärts. Heute Abend trifft sich noch das Organisationsteam. Wir werden einige Leute zusammenstellen. Natürlich mit im Boot ist das Mehrgenerationenhaus und das Jugendhaus. Das sind immer so die drei Altstadtvereine dabei, die hier in der Altstadt was bewirken. Für Jung und Alt, und das macht uns eben aus. Im Vorgespräch haben wir eben gehört, das ist jetzt so quasi der Kickoff, die Anschufe, dass vorwärts geht. Jetzt sprudeln die Ideen wie der Brunnen hinter uns. Aber auf Dauer muss natürlich auch die Privatwirtschaft mitziehen. Das müssen die Unternehmer mitziehen. Kleine Cafés, Bistros, kleine Geschäfte, wo man wie früher, ich sag mal, vom Knopf bis zum Kleid alles bekommt. Das ist dann die große Schwierigkeit, Menschen zu überzeugen, das Risiko der Selbstständigkeit einzugehen. Ja, das ist richtig. Aber wir sind eigentlich in der Altstadt noch relativ gut aufgestellt. Wir arbeiten auch sehr eng mit der AW Wien zusammen, die Willinger Wirtschafter. Wir müssen natürlich Überzeugungsarbeit leisten, dass auch kleine oder Jungunternehmen sich in der Altstadt wieder ansiedeln. Wir sind eben nicht das große Einkaufszentrum, sondern klein und fein. Und da setze ich eigentlich drauf, dass auch die Hausbesitzer mit den Mieten mal runtergehen oder mal aussetzen und den Jungunternehmern auch eine Chance geben hier in der Altstadt. Wir können weiterhin punkten. Und diese Überzeugung ist die letzten Jahre so gekommen, dass sie eine saubere Altstadt haben. Ja? Und das machen wir mit vielen, vielen Gruppen zusammen, indem wir dafür sorgen, dass es hier sauber ist in der Altstadt. Und das sind Leistungsmerkmale, die Sie rausnehmen müssen. Und dann kann man sich auch wohlfühlen. Vielen Dank.